Wo gehst du hin? Na, wohin schon? Ficken. Schon wieder? Was dagegen? Ich bin dein Mann. Und weiter? Was denkst du, wie lange ich mir das noch ansehe? Du kannst ja zur Abwechslung mal ins Saufen gehen. Gute Idee. Ich weiß aber was viel Besseres. So? Ich leg dich um. Oh, da bin ich aber mal gespannt. Dann pass gut auf. Ich hol die Kanone raus. Ziele und drücke ab. Wir sind damals ja auch noch nicht so lange in Hamburg gewesen und das war zugleich für uns so eine Entdeckungsfahrt auch, wie Hamburg eigentlich ist. Man wollte auch über Drehorte schon auch ein bisschen was erzählen, was ausdrücken. Dadurch erzählt man ja, wie das Kostüm beim Schauspieler ist, die Ausstattung, das Kostüm des Filmes. Also das ist ja quasi der Rahmen, in dem man sich bewegt und die Geschichte spielt. Also ist das Ausstattung schon sehr wichtig. Und das ist ja sehr ausgestattet hier. Ich habe mich so ein bisschen erinnert gefühlt an Tod eines Nachrichtensprechers. So ungefähr einer unserer ersten Filme, den wir damals auf Kampnagel gemacht haben. Wo wir eigentlich außen drehen wollten und weil es immer geregnet hat, das war so im Juni, sind wir dann schließlich dann in so eine Halle eingezogen und haben das dann sozusagen nach innen verlegt. Und das ist auch vom Charakter her, das ist so eine alte Kolbenfabrik hier oder so, ja. Von daher finde ich es ganz gut. Als wir nach Hamburg kamen, Ende der 70er Jahre, hatten wir einen Freund, der hier an der HfBK studierte. Und als der seinen Abschlussfilm gemacht hat, da brauchte er Leute, die ihm geholfen haben. Und den Film haben wir dann zu dritt sozusagen gemacht. Er hat die Kamera gemacht, Volker war die Hauptrolle, hat die Hauptrolle gespielt und ich habe Ton gemacht. Und ich glaube, ich habe das meiste geschrieben, weil ich irgendwie 10 Finger konnte damals. So, das war so ein 20 Minuten Kurzfilm. Da haben wir so ein bisschen geschnuppert sozusagen. Ansonsten sind wir ja eher Quereinsteiger. Also wir haben das nicht vorher studiert. Die Firma haben wir dann gegründet, als es tatsächlich eine Filmförderung gab, hier von Hamburg, für einen Kurzfilm. Das war damals Tod eines Nachrichtensprechers. So ein 30-minütiger Schwarz-Weiß-Film, also so ein bisschen theaterhaft noch, sehr, sehr manieriert, würde ich sagen, von heute aus. Aber es war sehr witzig. Da kommt ja unsere Sängerin. Schon gut, schon gut. Glaub bloß nicht, dass ich singen werde. Ich singe doch nicht vor einer Bande von... Von was? Con-con. Was? Concombre. Concombre. Trinken wir auf das junge Glück. Na gut, trinken wir. Wir sind aber noch nicht vollzählig. Wer fehlt denn noch? Der Nachrichtensprecher. Guten Abend, meine Damen und Herren. Wir sind mit unseren Ideen hingegangen zu anderen Produktionen und die haben alle gesagt, was ist denn das? Und dann schließlich mussten wir es dann halt selber machen. So ist dann sozusagen die Firma entstanden. Es war der Anspruch da, Filme herzustellen, die so eine eigene Handschrift haben und die man jetzt üblicherweise 20.15 Uhr nicht sehen kann. Da konnte man auch als Quereinsteiger sozusagen was werden, damals noch. Ich hatte gedacht, mit dem Geld, da kaufen wir uns ein Haus in Südfrankreich. Meinetwegen auch Italien. Dann machen wir wieder Musik, wie früher. Werner, Eva und ich.
ich wollte dann ja auch gerne mitreden. Von daher. nicht so. Also das war schon eher so, das Bedürfnis so mitzubestimmen auch groß war oder auch wir gemeinsam festgestellt, dass wir gut zusammen können. Papa? Wolltest du nicht was sagen? Ja, also gut. Wir haben morgen eine kleine Feier im Vereinshaus. Und wenn du und Vincent, also wenn ihr kommen würdet, dann, ja, dann würde ich mich... Er meint, er hat Geburtstag. Hallo allerseits. Hey, Kevin! Ja, ich wollte nur sagen, sie ist jetzt da. Kevin hat eine neue Küche gekriegt. Los, schau sie dir an. Hallo, komm. Ja, klar, warum nicht? Das ist ein Kollege von mir. Na, Dacker, wirklich nett. Um ganz ehrlich zu sein, für mich bist du nicht erste Wahl. Es hat nichts mit deiner Vergangenheit zu tun. Hummelchen. Ich würde schon sagen, dass natürlich unsere Geschichten sind, Josephine Film. Sie sind ja meistens humoristisch sozusagen, also lustig. Eine Voraussetzung immer, dass wir etwas machen, ist, dass es alle drei gut finden. Und das ist ja auch nicht immer leicht. Also es hat ja jeder so seine Vorstellungen und seinen Geschmack. Und da müssen wir dann oft auch länger diskutieren, beziehungsweise die ganze Entwicklungsarbeit dauert dann länger. Das war nie so klar. Das ist ja heute noch nicht so ganz das klar. Das ist immer noch nicht klar, genau. Ich schreibe am liebsten, glaube ich. Hat sich rausgestellt so im Laufe der Zeit, das mache ich am liebsten. Das ist sozusagen auch unmittelbar, gibt mir das am meisten, also in der Situation gibt mir das am meisten Spaß und Befriedigung. Meine Lieblingsbeschäftigung ist schon die Regie. Wir produzieren dann zusammen. Und so. Produzieren, genau. Ja, ja. Am Anfang haben wir ja zusammen noch, Volker und ich, Regie gemacht. Das gab dann so Geschichten, dass wir sozusagen eine Version für ihn und eine für mich gedreht haben. Und hinterher am Schneidtisch konnte man dann sehen, was funktioniert oder so. Auf jeden Fall, das war dann irgendwann, fanden wir unproduktiv. Und ich habe auch eigentlich immer lieber geschrieben. Es ist mir heute noch so, dass ich dann auch dann irgendwann aufgehört habe zu inszenieren. Es tut mir leid, Werner. Ist momentan ein bisschen schwierig. Ja, macht nichts. Kann dir denn dein Schwager nichts leihen? Ja, ja. Sag mal, Betty, hast du das Päckchen noch? Was meinst du? Ja, was du für mich aufbewahren wolltest. Ich dachte... Ja, was? Er hat es mir geschenkt. Geschenkt? Bestimmt. Ja, warum hätte ich es ihr schenken sollen? Also, Betty, gib ihm das Ding zurück. Nein, er hat es mir geschenkt. Betty! Nicht böse sein. Ich hole es. Eigentlich ist sie ja gut drauf. Aber manchmal... Naja, du kennst sie ja. Was hast denn du im Mund? Mach den Mund auf. Mach den Mund auf, hab ich gesagt! Na, was ist? Habt ihr eine lustige Vorstellung gehabt, ja? Wir müssen dann jetzt los. Wir kamen ja auch von der Universität, also eher von der Theorie sozusagen. Ne? Und wir haben uns sozusagen erst an die Gesetze, die knallharten Gesetze des konventionellen Erzählens mühsam anpassen müssen. So, das lief irgendwie eher so rum, weil es klar war, man kommt damit nicht durch. Ne? Wir haben viele Drehbücher geschrieben, die dekonstruktivistisch waren, wenn man das so sagen will, aber keine Chance. Im Laufe der 90er Jahre, sozusagen parallel zur
Globalisierung ging es dann los, dass irgendwie Geschichten erzählt werden mussten. Es gab dann auch so diese Schwemme an Büchern, die plötzlich kamen. Wie fabriziere ich ein Drehbuch? Es gab diese Skriptdoktoren, die auf einmal vor allen Dingen aus Amerika kamen. Und irgendwie kriegte man so eine dramaturgische Schulung. Redakteure haben diese Kategorien jetzt von Drehbuchentwicklung im Kopf, Produzenten, Regisseure, alle. Also als Autor ist man da umstellt quasi von Leuten, die sozusagen mit Drehbuchentwicklungskategorien um sich werfen und die entsprechend wissen, wie es geht. Und das meinte ich eben, das ist dann schon ein anderes Herstellen, also eine andere Entwicklung, als es so in den Anfängen der Fall war, ne? Wo man wo es einfach Möglichkeiten gab, auch noch Dinge von hinten nach vorne zu erzählen oder anders, sag ich mal, einfach freier damit umzugehen. Johnny, du wartest hier, ja? Mensch, ist allein. Wo ist Maya? Ihre Eltern haben sie schon abgeholt. Keine Ohrfeige? Was? Komm. Ich glaub das alles nicht. Was hast du dir eigentlich dabei gedacht? Ein Autoknacken ist kein Kavaliersdelikt. Habt ihr auch keinen? Das ist ein Verbrechen. Ach, wirklich, ja? Ist erst 13. Ist ja gut. Lügen, nichts als Lügen. Ich war total neben der Spur, Mann. Aber warum denn, verdammt nochmal? Ja, weil ich hab das einfach nicht mehr auf die Reihe gekriegt. Was denn? Na, dass du auf einmal auch ein Krimineller bist. Sag mal, hast du sie doch alle? Ich hab das doch gehört, was du da mit Henning abgezogen hast. 55.000. Oh Gott. Das ist eine ganz faule Ausrede. Ach, damit kennst du dich am besten aus. Nimm deinen Sack. Kaufen. Es ist schlimm, das sagen zu müssen, aber du darfst dir deinen Vater auf keinen Fall zum Vorbild nehmen. Es gibt irgendwie eine Liebe zu diesen Figuren, die so gebrochen sind, die so normal sind auf der einen Seite, wie wir alle, so, dass, die nicht groß sind, sondern erstmal eher klein. Und die dann aber so dunkle Seiten haben. So, das ist... Ja, ich würde sagen, dass diese Figuren mögen wir. Dass da mit denen, zu dem fühlen wir uns irgendwie hingezogen auf eine bestimmte Art und Weise, weil sie ja irgendwo auch immer, wir suchen darin auch immer so was Individuelles. Was kann besonders sein an der Figur? Also man fängt an mit irgendwie einer Vorstellung und stellt fest, auch das ist ja möglicherweise doch ein derbes Klischee. Also gerade jetzt, wenn man von Gangstern zum Beispiel ausgeht, da haben alle so diese amerikanischen Gangster im Kopf oder jetzt auch meinetwegen mittlerweile durch das Fernsehen, diese ganzen Krimi-Geschichten, gibt es dann so bestimmte Gangsterbilder. Aber wenn man jetzt heute was dazu machen wollte, auch noch was Witziges, dann muss man sich schon überlegen, was könnte so eine interessante Figur eigentlich sein, die einerseits glaubwürdig ist, also realistisch ist, aber dann auch noch irgendwie besonders, dass man denkt, hat man so noch nicht gesehen. Um eine gute Komödie machen zu können, braucht man erstmal ein gutes Buch, sonst kann man das gar nicht. Sonst ist das irgendwie nur so Kasperei. Und das Zweite, du brauchst halt eben Schauspieler, die ein komödiantisches Talent haben. Das sind auch nicht jede, ist nicht jeder. Das sind die beiden Sachen, die ganz wichtig sind. Mann, rast nicht so! Was war denn das überhaupt für eine Nummer? Der Schriftsteller lässt sich für tot erklären und kommt groß raus. So ungefähr. Wer außer dir und Lou hängt da noch mit drin? Ich muss das wissen. Hängt Olga noch mit drin? Mach den nicht lächerlich. Der hätte ich ja gleich zum Bullen laufen können. Ich habe noch nie jemanden getroffen, der so dämlich ist. Und wieso hast du sie dann geheiratet? Damit du sie nicht kriegst, Mann. Hey! Nicht schlapp machen! Sag mal, wenn du mit ihr zusammen warst, wie hat sie es gemacht? Was? Hat sie angefangen oder du? Blöde Frage. Ehrlich, sie hat sich dabei immer so gelangweilt, dass ich mich frage, wieso du scharf auf sie warst. Das geht dich einen Scheiß an.
Kaum waren wir fertig, hat sie immer ein neues Laken aufgezogen. Ich meine, da hat man doch irgendwann keine Lust mehr, oder? Ich frage mich, was ihr überhaupt Spaß macht. Sie raucht nicht, sie säuft nicht, nicht mal Fleisch, nicht mal Fußball. Ja und? Du bist ein krimineller Psychopath. Na und? Das ist mir sowas von scheißegal. Los, aussteigen. Wir hatten dann irgendwann dieses Geld, 400.000, das wurde aber nicht mehr. Und dann war die Frage, was machen wir, geben wir das zurück? Aber eigentlich hatten wir gelernt, man gibt das Geld nie zurück, sondern guckt immer, was kann man mit dem machen, was man hat. Und dann sind wir eben rangegangen und haben uns überlegt, okay, Drehzeit, schwarz-weiß, das war eben, das hieß, die Ausstattung konnte also minimalisiert werden, mit Schauspielern, die bereit waren, also für fast nichts zu arbeiten. Und ich glaube, das Team wurde noch am meisten bezahlt. Aber so ist das dann entstanden, praktisch aus dieser Not heraus. Ich meine, es war auch nicht so, dass man jetzt dauernd sagte, oh, wir haben so wenig Geld und wir müssen jetzt und die Not, sondern diese Art Filme zu machen, so ein bisschen Guerilla-mäßig irgendwie, ist auch, hat auch was Positives. Also so mit der Herangehensweise, ich finde das eigentlich immer ganz gut. Man muss aber schon sich überlegen, was man macht dann ästhetisch, ne? Also es ist nicht so, dass man einfach so drauf losmachen kann. Das muss dann schon auch irgendwo sozusagen von der formalen Umsetzung irgendwie ein schlüssiges Konzept geben, klar. Nanu, was ist passiert? Streit gehabt? Nein. Was denn? Was steht dir denn da so rum? Oh, sieht aber gar nicht gut aus. Ich gebe dir nachher eine Flasche mit, erinnere mich dran. Und was ist bei dir? Besser. Ah ja, jetzt sieht das aus wie ein Knutschfleck. Also, wo drückt der Schuh? Sag du es ihr. Nein, du. Na, also was nun? Es ist so, dass wir jemand loswerden müssten. Ihr wollt... Nein. Er ist schon... Ja, was denn? Nun redet doch! Tot. Willst du sagen, du hast... Nein. Was? Eddie? Nein, das glaube ich nicht. Ich auch nicht. Er hat mir das Leben gerettet. Ich habe ihr das Leben gerettet. Also ehrlich gesagt, wenn mir das jemand anderer erzählen würde, ich würde das einfach nicht glauben. Wird sie gar nicht glauben. Wer hätte das gedacht? Eddie. Naja, warum solltest du besser sein als der Rest der Familie? Ja. Schwachsinn, Mama. Das ist ja immer auch die Fragestellung für uns. Wir entwickeln ja jedes Mal ein neues Familienmodell quasi. Was kann man da eigentlich noch erzählen, was noch nicht erzählt worden ist? Die Familie ist natürlich sehr, sehr ergiebig. Diese, was weiß ich, Affenliebe oder auch, wenn da jemand ausschert oder wenn da was schief geht oder wenn diese Konfrontationen und... Es gibt ja Strukturen ja, in der und Familie. Die sind natürlich ne? sehr interessant und ich glaube, die Strukturen sind immer wichtig für die Dramaturgie, das ist ganz klar. Du hast da bestimmte personelle Strukturen, die man dann eben bei größeren Stoffen hat. Korruption oder Kriminalität oder so, ne? Diese Stufe, die gibt es im Kleinen eben in der Familie. Und da kann man dann im Kleinen diese Konflikte dran ansiedeln und gut erzählen. Man kann jetzt nicht sagen, Familie ist nur was zum, nur ein Gegenstand von Komödie. Oder man sollte eigentlich nur Komödie machen über Familie. Das andere gibt es eben auch. Insgesamt aber hat ich weiß jetzt nicht wieder, woran es liegt, aber sozusagen dieser komödiantische Aspekt immer überwogen. Es liegt an euch. Ja. Hermine möchte gerne ein bisschen mehr Tragisches genau. haben im Leben. Ja. Aber ich kann darauf verzichten. Aber das, immer wird es dann irgendwie eine Komödie. Das liegt an den beiden, eindeutig.
weil die so witzig sind. Aber wenn man eine richtige Komödie macht, dann ist es irgendwie befriedigender am Ende. Also für mich und ich glaube für viele andere auch. Sind dann, man spürt das dann auch ganz unmittelbar an den Leuten, dass sie viel beschwingter da rausgehen. Warst du Vorbild, Lothar? Außer jetzt... ich? Außer du. Kohnbrüder. Ja, Kohnbrüder, klar. Auf jeden modern Fall. Ist das eben, also, weil die auch so schön diese Absurdität der Realität immer wieder drin haben. Das ist eine gute Sache. So. Wie war es in der Schule? Gut. Etwas genau? Habt ihr die Mathearbeit geschrieben? Hast du alle Aufgaben geschafft? Die meisten. Also nicht alle. Also wie viele? Man wird doch noch mal nachfragen dürfen. Kannst du mir bitte mal erklären, was das eigentlich soll? Das Leben geht weiter. Tatsächlich. Ich will einfach, dass wir wieder normal miteinander umgehen. Normal nennst du das? Du warst in Mathe immer eine Null. Und nicht nur in Mathe. Deshalb hast du mich ja geheiratet. Tut mir leid, Robert. Es war eigentlich eher so ein thematischer Film. Es ging um Gewalt unter Jugendlichen. Und wir hatten die These, oder das, ich glaube, von daher ist es vielleicht auch der Eindruck ein bisschen, dass es alles sehr sozusagen zugespitzt ist oder vielleicht auch manchmal so ein bisschen wie so ein Lehrstück. Also wir hatten die These, dass diese Gewalt der Jugendlichen im Grunde genommen die Gewalt der Erwachsenen ist. Die Herangehensweise war da jetzt nicht wie bei der Mutter des Killers, das ist ja so ein bisschen theaterhaft und über so einen Spaß oder so, sondern das war eher so diskursiv und gedacht, das ist ein Thema, das ist wichtig und das behandeln wir jetzt auch mal so. Was ist los? Nix. Nichts. Also? Meine Schultasche. Was ist damit? Paul hat sie weggeworfen. Weggeworfen? Auf ein LKW. Ja, und dann? Also nochmal. Paul wirft deine Tasche weg und du tust nichts? Jetzt hör mal zu, mein Junge. Beim nächsten Mal, da wehrst du dich, verstanden? Du schnappst dir seine Tasche aus, ihm eine rein, egal was, aber du wehrst dich. Hast du mich verstanden? Ob du mich verstanden hast? Ich habe mit Silvi telefoniert. Paul kommt morgen vorbei, um mit dir für die Mathearbeit zu lernen. Warum das denn? Weil du es bitter nötig hast, also keine Diskussion. Hast du was von deinem Fahrrad gehört? Es ist schwierig. Es wird weniger produziert. Es wird weniger, es gibt weniger Sendeplätze, es gibt viel mehr Macher, die auf den Markt drängen sozusagen. Es ist schwierig. Andererseits haben wir auch so ein bisschen so eine Marke schon entwickelt mit unseren Filmen, dass es gibt da immer noch eine Nachfrage, habe ich das Gefühl. Es war damals schon schwierig, aber es ist, glaube ich, anstrengend muss man sich heute auch. Also es gibt zwar einerseits eine Ausbildung und es gibt dann fertige Regisseure oder Kameraleute oder so, die dann, aber auf der anderen Seite sind das eben auch sehr viele, die dann jeweils auf den Markt drängen sozusagen zu den Leuten, die schon da sind und
Es ist so, die im Moment, was das Fernsehen angeht und die fiktionalen Sendeplätze, es ist eher so, dass es weniger wird als mehr. Ja, also und nicht unbedingt mutiger. Dass viel mehr auf Sicherheit Geld gegeben wird, als das mal der Fall war. Das glaube ich auf jeden Fall. Also das ist wenige Ausnahmen gibt es, die sich dann Namen gemacht haben, aber schon Namen gemacht haben. Was weiß ich, wie jetzt dieser Typ, der Oh Boy gemacht hat oder so. Aber das sind dann, die allgemeine Geldvergabe schon viel, viel vorsichtiger. Also mehr denken, sie müsste Erfolge in Zuschauerzahlen vorweisen und Rückflüssen von Förderungsgeldern. Wer kann sozusagen das Kino erfüllen als Markt dann? Ne? Das ist, da ist die Schicht irgendwie viel dünner, da sind viel weniger. Und da muss man viel mehr Mut beweisen, um Leute irgendwie reinzubringen, die ja auch gut sind. Das gibt es ja en masse. Ne? Das ist ja immer nur dieses... So ein gewisses Konsumentenvorurteil, da kennt man halt so das und dann sagen die Verleiher immer, ja, der zieht und also muss man den irgendwie mit besetzen. Das Verrückte ist ja, dass man ja heute nur Filmförderung kriegt, wenn man Verleih hat. Das heißt, dass man eigentlich die ganzen Verleihbedingungen erfüllen muss, eben vorab, dass die sagen, wir wollen das machen. Anstatt dass man sagt, okay, man produziert erstmal den Film und dann wird er super und dann muss man vielleicht nicht die Schweigers da engagieren, sondern irgendwie eine andere und dann sucht man sich einen Verleih. So läuft das ja heute nicht mehr, sondern man muss eigentlich alles, muss einen Sender, muss einen Verleih haben. Vorher musste bei der Filmförderung überhaupt nicht antreten. Wir sind eigentlich immer so in diese Schublade reingesteckt worden. Der etwas andere Film, die wollen wahrscheinlich ein bisschen mehr Kunst machen. Das ist irgendwie so, also der Anspruch ist hoch. Und wobei unsere Herangehensweise immer die war, zu sagen, okay, wir machen einen möglichst erfolgreichen Film für ein großes Publikum, weil das ja auch alles viel Geld kostet. So. Das ist uns noch nie gelungen. Wobei wir jetzt nicht so wie Til Schweiger zum Beispiel vorgehen, dass wir sagen, was braucht man, um einen erfolgreichen Film zu machen. Gut, der bringt erstmal sich selber ein, hat da schon ganz viel, aber ansonsten weiß ich, der geht auch sehr masterplanmäßig vor und konstruiert dann so seine Geschichten. Das machen wir nicht, sondern wir überlegen uns, was ist für uns wichtig, witzig und wichtig auch und hoffen dann, dass es dann irgendwann mal eine Situation gibt, wo man auf ein breites oder großes Publikum trifft. Ich finde, wir sind schon ziemlich erfolgreich, in dem Sinne, dass wir kontinuierlich produzieren können. Und auch kontinuierlich eigentlich produzieren können, ohne uns zu verbiegen. Und das finde ich im Prinzip jetzt für Josephine-Film und das, was wir machen, sehr erfolgreich. Das Einzige, was jetzt vielleicht nicht ist, ist wirklich, dass man jetzt einen großen, erfolgreichen Kinofilm gemacht hat, mit dem man wirklich reich geworden ist. Das ist natürlich, wäre natürlich cool, so insgesamt. Wie viel ist es? Zähl nach. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Mona, ich brauch das Geld nicht. Hey, geht es schon wieder los? Natürlich brauchst du das Geld. Sie hat recht, du brauchst es. Ja. Das sehe ich auch so. Na, wenn du das auch so siehst, dann... Unsere Zukunft ist der große Kinoerfolg, wo wir alle reich werden. Das ist unsere Zukunftsvision. Mein Wunsch wäre eben auch, der ja nicht so fruchtbar ist, dass man auch, auch kleine, berührende, ernste Stoffe macht. Da wir aber meistens, also Josephine, haben wir, glaube ich, noch nie gemacht, Adaptionen oder so. Wir machen ja immer Originalstoffe. Das zeichnet uns zum Beispiel auch aus, dass wir keine, außer als Fremdarbeit machen wir keine Buchadaption. Das wäre, da finde ich eigentlich auch gut. Wir sind halt eben die Originale und Was
So, dann werden wir die Sachen mal zu Ende bringen.